Und wir gratulieren euch natürlich alle gemeinsam nachträglich zur Hochzeit. Dankeschön. Ja? Und wir tun das mit einer Frau, liebe Anna-Maria, die von einer Zeitschrift mal die am bekanntesten in Deutschland lebende Amerikanerin bezeichnet wurde. Ja. Ich glaube, ich weiß, wen du weißt, wen wir meinen. Und zwar Gail Taft. Viel Spaß! Wandern! Wie bitte? Wandern, rausgehen an die Natur, in die frische Luft. Herrlich ist das. Schön, aber nein. Florian, alle Frauen wissen, das ist die romantische Jahreszeit schlechthin. Hm. Wir werden verliebt und dann verlobt und dann verheiratet und dann alles wird perfekt für immer. Ja, für immer. Guck mal, die verheirateten Paare, die lachen schon. Oh ja, und die Geschiedene dahinter noch mehr. Ja. Wie ist das eigentlich bei euch in Amerika? Heiratet ihr, wird dort ganz anders geheiratet als hier? In Amerika ist alles schneller, natürlich. Aha. In Amerika, man kann nach Las Vegas fahren, ein Drive-Thru-Hochzeit machen, Elvis in Imitator inklusive, ja. Halbe Stunde ist man durch. Aber hier, es ist schön, aber sehr kompliziert. Es dauert, es gibt so viele Dinge. Der Aufgebot, der Polsterabend, der Jungengesellensause, der Stand... Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Hast du Polsterabend gesagt? Ja, Polsterabend, das ist, wo man dem Brautpaar Dinge schenkt, wie Sofas und Kissen. Hausrat. Nein. Das heißt Polterabend. Wirklich? Ja, natürlich. Naja, ich habe gerade gedacht, wenn wir alle anfangen, jetzt die Osterhasen zu vernaschen, ja, würden wir alle bald einen Polsterabend haben. Ja. Bells will ring, sun will shine. Bravo! Love is love is love, yeah! Ja. Hey, ja. Übrigens, ja. Florian, ja. Wann ist es soweit? Oh nee, jetzt, komm, wir möchten alle wissen, oder? Wann wirst du es endlich heiraten? Ja. Jetzt fängst du auch noch an. Wann wirst du mich heiraten? Er lacht. Gell, aber ich kann dich nicht heiraten. Warum? Ich bin doch schon vergeben. Mit wem? Ah, ich hab nichts darüber gelesen. Ja. Nirgendwo. Go into the chapel and we're gonna get married. Gail, ich kann dich auch gar nicht heiraten. Ja, aber wieso? Na, du bist schon verheiratet. Ah, stimmt. Well, ich bin über 20 Jahre zusammen mit meinem norddeutschen Mann, aber wir sind nicht offiziell verheiratet. Ah. Mein Norddeutscher sagt, er findet die ganze Kultur bieder, bourgeois und kleinbürgerlich. Er sagt, unsere Liebe braucht keine staatliche Bestätigung. Ich sage, denk an die Geschenke. Ich stelle ihn trotzdem immer als mein Mann vor, weil ehrlich gesagt, alle anderen Beschreibungen sind falsch und klingen doof. Ich bin viel zu alt für einen Boyfriend und viel zu jung für eine Gefährte. Okay. Ja, wie wär's mit Liebhaber? Das klingt ein bisschen schmuddelig. Schmuddelig. Begleiter. Das klingt, als ob ich ihn gemietet hätte. Partner vielleicht. Ach, zu geschäftlich. Auch nicht.
Aber jetzt habe ich es. Lebensabschnittsgefährte. Florian, das ist so romantisch wie ein Hautausschlag. It's a very, very sexy Sprache, Deutsch. Ja, ist so toll. Ihr habt so schöne Worte. Gatte, that's a good one. Gatte. Gatte. Gatte klingt für mich wie eine Krankheit. Oh, sorry, ich kann nicht kommen heute Abend. Ich habe einen ganz, ganz schlimmen Gatte. Oh, der Gatte hat mir voll erwischt. Ehegatte. Oh, was ist ein schreckliches Wort, finde ich? Ehegatte-Splitting. Wow, das ist einfach brutal. Go into the chapel and we're gonna get married. Go, oh, 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 oh. Was hast du? Oh, ich heule immer beim Hochzeiten, weil die doch so schön sind. Oh. Ja, und ich war neulich sogar Trauzeugen. Zum ersten Mal Freunde von uns, ein schwuler Paar, die haben geheiratet im Februar am Strand in Binz auf Rügen. Oh, und ich hab sowas von geheult. Oh, war es so schön? Nein. Weil es arschkalt war. Go to the chapel and we're gonna get married. Go to the chapel and we're gonna get married. Gee, I really love you and we're gonna get married. We're going to the chapel of love. Ja, das machen wir. Sukhon, Marian Lux, der Boni Sanani Gospelchor und die großartige Gail Tafts.